Der Kühnauer Park ist ein Teil des Dessauer Wörritzer Gartenreiches, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter der Regentschaft von Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau geschaffen wurde. Heute liegt er im Dessau-Roßlauer Stadtteil Groß-Kühnau. Von 1818 bis 1821 entstanden unter Ausnutzung der natürlichen Geländeerhebung die Gestaltung des Weinberges mit Steinterrassen und Weinberghaus, einem bescheidenen klassifizierten Landhaus mit Säulenhalle und Aussichtsturm nach einem Entwurf des Erdmannsdorf-Nachfolgers Ignazio Pozzi. Unweit der Theatermauer am Nordhang des Weinberges ließ Herzog Leopold Friedrich 1831 zu Ehren seines Vaters einen Gedenkstein errichten. Vom Weinberghaus wurde eine Sichtachse gestaltet, die den Blick auf den Kühnauer See und vom See aus auf das Weinberghaus zulässt. Die Wasser- und Sedimentmassen eines schweren Hochwassers der Mulde bewirkten im Jahre 1316 eine Verlagerung des Elblaufes nach Norden. Das abgeschnittene Flussbett blieb als Altwasser zurück, der Kühnauer See entstand. Ab 1805 wurde die Landschaft südlich des Sees zum Groß-Kühnauer Landschaftspark gestaltet, in den der See durch die Sichtachsen einbezogen ist. 10 künstlich angelegte Inseln am Nordufer und 3 Inseln am Südufer formen die Uferlinie. Nordöstlich des Weinberges wurde eine Bruchsteinmauer errichtet, die vermutlich das italienische Flair des kleinen Tempels verstärken und eventuell auch als Theaterkulisse dienen sollte. Der Kühnauer See und die gesamte Parkanlage ist ein Eldorado für die verschiedensten Arten von Tieren.
Bevor die heutige Kirche erbaut wurde, existierte eine um das Jahr 975 erbaute Kirche. Ebenfalls wie die Kirche St. Peter zu Dörten betreuten in der Zeit des Mittelalters die Benediktinermönche aus Nienburg die Kirche. Die alte Feldsteinkapelle ließ Herzog Leopold von Anhalt im Jahre 1828 abreißen und in den Jahren 1828 bis 1829 eine neue Kirche errichten. Das Schloss Großkühnau ist ein Teil des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter der Regentschaft von Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau geschaffen wurde. Nicht von ungefähr wählte man hier den Standort für die Badeanstalt, gab es doch am gleichen Platz eine, wenn auch einfache Badestelle, deren Anfänge bis zum Jahr 1896 zurückreichen. Der ca. 60 km lange Fürst-Franz-Radweg führt von Großkühnau durch den Kühnauer Park mit Weinbergschlösschen zum Schloss und Bad Georgium, über die Jagdbrücke an der Mulde, durch den Sieglitzer Park und durch die Elbauen zu den Wörlitzer Anlagen, über Oranienbaum weiter bis zur Biberfreianlage und dem Informationszentrum Auenhaus nach Mildensee, durch die Muldeauen und die Mosikauer Heide zum Schloss und Park Mosikau. Ich hoffe, ich konnte Sie mit diesem kleinen Beitrag rund um den Kühnauer See zu einem Spaziergang im Kühnauer Park motivieren.